Moin Freunde, heute holen wir Hackschnitzel, also Holzhackschnitzel. Und dazu müssen wir erstmal umsatteln. Den Gülleauflieger habe ich abgemacht. Jetzt hängen wir unsere Alumulde an. So, das war's. Der hängt. Verriegelt und verrammelt. Da sind wir soweit. Alles dran. Ganz wichtig, sonst rollt der Gute nicht. Machen wir Ladungszustand schnell überprüfen. Wasser wollen wir natürlich nicht drinnen haben. Und dann wären wir soweit. Haben wir auch wieder großzügig gelenkt heute.
haben die schlechte Straßen in Halle. Meine Fresse. Es fährt sich ja so räudig hier. Die leere Mulde macht einen Krach. Ja, komm mal, endlich wird er auf die alte Strecke drauf. Also hier fahre ich nicht nochmal lang. Ich kann das Stückchen E90 lang runterfahren. Richtung Merseburg. Nicht so ein Krach hier, ab hier kenne ich mich aus. Hier ab der Brücke sind überall 30 durch den ganzen Ort bis Ortsausgang. Und die sollte man sich auch halten. Ich habe sie nämlich schon mal geblitzt, wo wir auf der Großstrecke sind. Die leere Mulde macht einen Krach. Bei den Straßen hier, Junge, würde ich ausflippen, wenn ich hier wohnen müsste. Wenn jedes Mal LKWs vorbeiboltern, da machen es auch die 30 km/h ja nicht fett. Ich würde einfach mal die Straßen neu machen. Krauch mal mit 30 hier durchs Nest. Ist mir auch egal. Eigentlich wollte ich hier vorne bei KTM ein paar Bremsbeläge für unsere SXF holen. Aber die haben sie leider nicht auf Lager. Dann werden wir es wohl online bestellen. Weil so ein Mann zu Männer da auf die Strecke wollte, mit einem Kumpel. Und die Bremsen, die müssten mal neu gemacht werden vorne. So, 30 sind aufgehoben, dann Feuer.
So, voll bepackt mit deinen Sachen. Geht's wieder zurück. Gebrüder Kreipe sind das hier. Die hatten auch schon bei einem Landwirtschaftsvideo, waren die mit dabei gewesen, haben zusammen mit Rolfings das letzte Getreide vom Feld geholt. Eine riesen Siloanlage haben wir, Wahnsinn. Das erste Mal hier gewesen in Rasnitz. So. Ladungssicherung auch vor dem Führer aus. Hier rechts jetzt zur Cross- und Enduro-Strecke Diesgau. War auch schon ein paar Mal gewesen. So, jetzt sind wir in Halle am Dorf. Nach 200 Metern einen der zwei linken Fahrstreifen benutzen. Links auf Merseburger Straße B91 abzubiegen. Das machen wir doch glatt, meine Jüte. Einen der zwei linken Fahrstreifen. Ja, ist ja gut, Mann. Ich weiß, wo es lang geht. Trinkwasserschutzgebiet, nur gut, dass wir keine gefährlichen Güter transportieren. Also freie Fahrt für uns. Die
Saale. Man könnte jetzt noch weiterfahren und in Merseburg dann rechts abbiegen. Richtung Schafstedt, Bad Lauchstädt. Aber wir fahren hier oben lang. Wollem. Jetzt hier rennen. Scheiß Tempomat. Hole ich mir jetzt auch mal. So viel Zeit muss sein. So, gleich mal die Gurte ruhig festgemacht noch. Das lockert sich ja noch ein bisschen manchmal, wenn man denn losfährt. Luftvorrat ist in Ordnung. Dann können wir eigentlich abrücken. Schöne Seen hier. Ich glaube, da muss ich mal mit so einem Mann herfahren zum Angeln. Sieht lohnenswert aus. Schön ist es hier. Hohenweiden, Rassnitz. Da habe ich auch schon mal was gefilmt hier. Wo sie die Saalewiesen, die Saaleaue Gras hier häckselt haben. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, wie der Betrieb hieß. Das steht doch, glaube ich, nicht im Video drin.
hohen Weiden. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da überhaupt dran lang kommen, die Strecke. Mal sehen, was hier El Navigante sagt. Die sagt, dass wir weiterfahren. Einmal der Runde rum. Autobahn 143, dort geht es zur A38, da nach Göttingen und Leipzig, und das soll, glaube ich, irgendwann mal die Strecke Richtung Magdeburg werden. Vielleicht bauen sie ja demnächst irgendwann mal weiter. Die Grünen haben da mächtig dazwischen gefunkt und naja, seitdem stockt das ein bisschen. Die Ackerflächen hier, die habe ich Anfang des Jahres, Anfang März habe ich die gewalzt mit der Cambridge Walzer. Radfahrer sind unberechenbar, da muss der höllisch aufpassen. Es hat schon so viele schwere, vor allem tödliche Unfälle gegeben. So, jetzt kommen wir gleich ins Örtchen Schotterei rein. Ich nehme an, dass das ausgesprochen wird. Da ist ja ein Y am Ende. Ja, hier steht jetzt schon Bad Lauchstädt dran, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier Schotterei ist. Ortsteil. Von dort aus fahren wir rechts Richtung Querfurt. Dann sind wir schon wieder fast in der Heimat. Genau, hier steht Schotterei. Mit Y am Ende, EY. So, rechts. Da wir die ganze Straße brauchen mit den langen Schiebe, lassen wir uns mal die Kollegen vorbei. Das riecht, die anderen am Hochbremsen. Boah, da hätte noch ein LKW durchgepasst, Junge. Hammer, aber der großzügig gelenkt heute. Ich
Kaffee jetzt wohl trinkbar ist, ich weiß es nicht. Vorhin war da ja extrem heiß, extrem. Gucken wir vorsichtig. Genau richtig. Das kolumbianische Heißgetränk. Nächster Ort dürfte Neuweidenbach sein, unser Stützpunkt. Wir wollen aber direkt nach Liederstedt, also noch ein paar Meter mehr. Dann kippen wir das in der Halle ins Trockene. Und dann holen wir die zweite Fuhre. Zufahrt frei bis Liederstedt, da mal Schwein gehabt. Ja. Da gestern schon 200 Meter rückwärts geschoben.
unsere glücklichen Heere vor drunter. Die haben es gut. So, da fahren wir noch einen Schluck zurück.